Gehört eine Klimaanlage, ist das im ersten Moment angenehm, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass man dann am nächsten Tag mit einer sogenannten Sommergrippe im Bett liegt. Und das möchte ich nochmal betonen, so etwas habe ich bei einem Verdunstungsluftkühler noch überhaupt nie gehört. Also Ingo, für mich wirklich immer wieder die perfekte Alternative zur Klimaanlage. Ja, Kühlung im Sommer, das ist das, was wir wollen, und zwar viel, viel mehr als ein